und ich sah einen anderen Engel fliegen mitten durch den Himmel. Der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen denen, die auf Erden wohnen, allen Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. Und er sprach mit großer Stimme: Fürchtet Gott und gebet ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und betet an den, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen. Und ein zweiter Engel folgte, der sprach: sie ist gefallen, Babylon, die große Stadt. Denn sie hat mit dem Zorneswein ihrer Hurerei getränkt alle Völker. Und ein dritter Engel folgte ihm und sprach mit großer Stimme: Wenn jemand das Tier anbetet und sein Bild und nimmt das Zeichen an seine Stirn oder an seine Hand, der wird von dem Wein des Zornes Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in dem Kelch seines Zorns. Und er wird gequält werden mit Feuer und Schwefel vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch von ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie haben keine Ruhe, Tag und Nacht, die das Tier anbeten und sein Bild. Und wer das Zeichen seines Namens annimmt. Hier ist Geduld der Heiligen. Hier sind, die da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Heute Abend werden wir mal ganz kurz so eine Überschau haben über diese Botschaft, die wir gerade gehört haben und welchen Zweck sie eigentlich dienen soll. Offenbarung Kapitel 14. Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berge Sion und mit ihm 144.000, die seinen Namen und den Namen seines Vaters auf ihren Stirnen geschrieben trugen. Das sind diejenigen, die den Charakter Gottes im Herzen tragen, die erlaubt haben, dass sie durch seine Güte geheiligt werden, um seinen Charakter lieb zu haben. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, wie das Rauschen vieler Wasser, das ist, wenn Gott spricht, und wie die Stimme eines starken Donners. Und die Stimme, die ich hörte, war wie von Harfenspielern, die auf ihren Harfen spielen. Und sie sangen ein neues Lied vor dem Throne und vor den vier lebendigen Wesen und den Ältesten. Und niemand konnte das Lied lernen, außer nur die 144.000, die erkauft sind von der Erde. Diese 144.000, da wird so viel drüber geredet. Und es werden ja aufgezählt, die verschiedenen Stämme. Und einige Stämme sind nicht gegenwärtig in diesen 144.000, die aber in Israel gegenwärtig, der Stamm Dan zum Beispiel. Und daher, diese Zahl ist eine symbolische Zahl und steht für die Erlösten am Ende der Zeit, die erkauft sind von der Erde und alle, die mit ihnen stehen. Und ja, sie haben ein neues Lied. Sie haben etwas gelernt von diesem Verhältnis mit Jesus Christus in einer Welt, die nicht immer sehr günstig ist, um so ein Verhältnis zu entwickeln. Offenbarung 14, Vers 4 und 5. Diese sind es, die sich mit Weibern nicht befleckt haben. Denn sie sind Jungfrauen. Diese sind es, die mit dem Lamme nachfolgen, wohin es auch geht. Und Gott sagt, wenn wir uns nicht beflecken mit falschen Lehren, dann können wir Jungfrauen sein, unbefleckt, rein vor Gott. Diese sind es, die dem Lamme nachfolgen, wohin es auch geht. Na, das wird ja eine tolle Sache werden eines Tages. Wenn wir heute dem Lamm folgen, dann ist das eine schwere Sache. Die Bibel sagt, wir müssen ein Kreuz aufheben und dem Lamme folgen. Hier auf Erden gibt es ein Kreuz. Es ist keine leichte Sache in einer Welt mit so viel Druck, um dem Lamm zu folgen. Aber wenn wir es durchhalten, dann werden wir diesem Lamm auch folgen können in der Zukunft. Und wo geht das Lamm hin in der Zukunft? Wo es auch will.
Dieses Lamm wird Herrscher des ganzen Universums sein. Ist es jetzt schon. Und wenn das Lamm auf eine Reise geht, auf eine Königsreise, dann dürfen wir mit. Es wird ja interessant sein, was wir in dem Universum alles erleben. Aber auch im geistlichen Sinne, so wie das Lamm führt, so wollen wir sein, denn wir wollen ihn emulieren, wir wollen ihm nachmachen. Denn diese sind aus den Menschen erkauft worden als Erstlinge für Gott und das Lamm. Das Lamm hat einen Preis bezahlt, sein eigenes Leben für uns. Und in ihrem Munde ist kein Betrug gefunden worden. Sie sind unsträflich, weil sie die Gerechtigkeit Gottes haben. Nicht eine eigene Gerechtigkeit, sondern eine Gerechtigkeit Gottes. Darum folgen sie auch dem Lamm. Wenn wir eines Tages vor dem Lamm stehen, stehen wir da, weil wir gute Menschen waren und ganz toll alles gemacht haben, oder stehen wir da, weil das Lamm gut war und alles richtig gemacht hat? Das ist die Frage, die wir uns fragen müssen. Jesus hat uns noch nie gezwungen. Alles, was wir tun, ist aus eigener Wahl. Und Jesus ist ein Führer, der nie zwingt. Und darum ist er würdig, alle Ehre zu bekommen. Und darum wird man auch eines Tages die Krone nehmen und sagen, ich habe diese Krone nie verdient und schmeißt sie zu seinen Füßen nieder. In ihrem Munde ist kein Betrug gefunden. Sie sind unsträflich in ihm. Offenbarung 14, Vers 4 und 5. In Jesaja 48 haben wir ein ganzes Kapitel, das eine ganz tolle Geschichte erzählt von diesem Haus Israel. Höre dieses, du Haus Jakob, die mit dem Namen Israel bekannt sind. Sie haben es mit Gott gerungen. Sie haben mit ihm gerungen, so wie Jakob mit ihnen gerungen hat. Und aus den Wassern Judas entsprungen seid, die ihr bei dem Namen des Herrn schwöret und euch zu dem Gott Israels bekennt, aber nicht in Wahrheit noch in Gerechtigkeit. Das ist die tragische Sache. Denn sie nennen sich nach der heiligen Stadt und verlassen sich auf den Gott Israels und verlassen sich auf den Gott Israels, dessen Namen Herr, der Herrscherin ist. Das Frühere habe ich vorlängst verkündigt. Aus meinem Munde ist hervorgegangen und ich habe es kundgetan. Der Herr sagt voraus, was geschieht. Er weiß die Zukunft. Plötzlich habe ich es ausgeführt und es ist eingetroffen. Weil ich wusste, dass du hart bist und dein Nacken eine eiserne Sehne und deine Stirne ehren ist. Ja, wir sind ein hartnäckiges Volk. Und darum hat Gott uns auch Prophezeiung gegeben, damit wir sehen, dass sein Wort wahr ist. Und wir können es ja prüfen. Alle Prophezeiungen im Alten Testament sind wahr geworden und alle im Neuen Testament sind sozusagen erfüllt, außer ein paar letzte Ereignisse. Vers 5 sagt, so habe ich es dir damals angekündigt, ehe es geschah, habe ich es dir zu wissen getan, dass du nicht sagen könntest, mein Götze hat es gemacht und mein geschnitztes oder gegossenes Bild hat es befohlen. Götzendienst war immer ein Problem. Du hast alles gehört, was du nun siehst. Wollt ihr es nun nicht eingestehen? Gott hat alles vorher gesagt. Von nun an lasse ich euch dich Neues hören und Verborgenes, was du nicht wusstest. Prophezeiung kann uns nicht retten, aber es kann uns beweisen, dass Gott die Welt in seiner Hand hat. Jetzt erst ist es geschaffen worden und nicht vorlängst, und vor dem heutigen Tag hast du nichts davon gehört, damit du nicht sagen könntest, siehe, ich habe es gewusst. Ist das nicht toll? Alles vorhergesagt. Gott weiß die Zukunft. Du hast es weder gehört noch gewusst, noch war damals dein Ohr geöffnet, denn ich wusste, dass du gar treulos bist und von Mutterleib an ein Übertreter genannt wurdest. Also Menschen sagen oft, wieso Prophezeiung studieren? Wir brauchen nur eine Beziehung zu Jesus und das ist alles, was wir nötig haben. Ja, es ist wahr. Es ist ganz korrekt. Wir brauchen eine Beziehung zu Jesus, um gerettet zu werden, und ein Verhältnis mit ihm. Und wenn ich
total ahnungslos sterbe von allen Prophezeiungen, dann macht das überhaupt keinen Unterschied. Aber in der Welt, in der wir leben, wo die Menschheit gottlos ist, wie soll man sie zu Gott führen, wenn sie nicht wollen? Ist da die Prophezeiung nicht wichtig? Können wir nicht sagen, es steht geschrieben, schau mal hier, du hast es nicht gewusst, aber hier steht es in der Bibel aufgezeichnet. Prophezeiung ist wichtig, um den Weg zu zeigen. Du hast es weder gehört noch gewusst, noch war damals dein Ohr geöffnet, denn ich wusste, dass du gar treulos bist und von Mutterleib an ein Übertreter genannt wurdest. Wir sind alle Übertreter des Gesetzes. Der einzigste Grund, warum ich heute ein Christ bin, ist wegen Prophezeiung. Ich habe doch die Geschichte Jesu gekannt, mein ganzes Leben lang. Ich bin doch aufgewachsen mit Weihnachten und Christentum und all diesen Dingen. Habe ich Jesus gekannt? Nein. Ich habe es gewusst, wollte nichts damit zu tun haben. Wieso sollte ich? Es war ein Märchen. Es war ein Märchen für mich, ein dummes Märchen. Ich war Atheist nachher. Aber Prophezeiung hat mir gezeigt, wow, warte ein bisschen. Vielleicht ist es kein Märchen. Daniel 7 hat mich umgeschmissen. Ich war katholisch, Daniel 7 hat mir gezeigt, wo es lang geht. Um meines Namens willen bin ich langmütig und um meiner Ehre willen halte ich an mich dir zugute, um dich nicht auszurotten. Warum sind wir noch hier? Weil er langmütig ist. Sehe, ich habe dich geläutert, aber nicht als Silber. Ich habe dich geprüft im Ofen des Elends. Es geht uns manchmal dreckig und Gott erlaubt diese Dinge, damit wir lernen, eine Beziehung zu ihm zu haben. Um meinetwillen tue ich's. Und viele Leute verstehen nicht, warum haben wir es so schwer? Wenn wir es alle gut hätten, würden wir Gott suchen? Wenn wir alle genug Geld hätten und alles, was nötig hat und schön Freude und Luxus, was weiß ich, alles hätten. Wäre es nötig, um Gott zu haben? Nö. Und dann wären wir für ewig verloren. Denn wie würde sonst gelästert und ich, weil meine Ehre keinen anderen geben? Höre auf mich, Jakob, und du Israel, mein Berufener. Ich bin derselbe, ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Ja, meine Hand hat die Erde gegründet, meine Rechte die Himmel ausgespannt. Sobald ich ihnen rief, standen sie allemal da. Es gibt nur einen Gott, es gibt nur einen Schöpfer und das ist der Gott der Bibel. Kein anderes geistliches Buch hat Prophezeiungen wie die Bibel. Nur Gott kennt die Zukunft. Da könnt ihr einen Nostradamus lesen, der ratet und hier und da mal was trifft und der Rest ist alles Quatsch. Und außerdem hat er alle seine Prophezeiungen unter Drogen bekommen. Und ihr könnt, was weiß ich, alles studieren, aber nur Gott sagt die Zukunft so geradeaus voraus. Versammelt euch ihr alle und höret. Welcher unter den Himmeln hat solches verkündigt? Er, den den Herrn lieb hat, der wird seinen Willen an Babel vollstrecken und die Chaldäer seinen Arm fühlen lassen. Also Gott sagt, es kommt ein Gericht über Babylon. Ich habe es gesagt und ich habe ihn auch berufen und ihn hergebracht und sein Weg wird gelingen. Das war die Prophezeiung für Israel damals. Israel ist der Typus von der jetzigen Zeit. Wir sind der Antitypus. Und diese Prophezeiung ging 100% in Erfüllung. Wieso sollte die Prophezeiung der jetzigen Zeit nicht 100% in Erfüllung gehen? Wiederum, sie hatten die Propheten, sie haben es abgelehnt, sie haben gesehen, wie es in Erfüllung geht und sie mussten die Konsequenzen tragen. Und nur die, die eine Beziehung zu Gott entwickelten, wegen diesen Prophezeiungen als Anstoß, die werden gerettet sein. Ich habe es gesagt und ich habe ihn auch berufen und ihn hergebracht, um sein Weg wird gelingen. Babylon wird tun, was die Bibel sagt.
Naht zu mir und hört solches. Nicht im Verborgenen habe ich von Anfang an geredet. Seitdem es geschehen ist, bin ich da. Und nun hat mich Gott, der Herr, und sein Geist gesandt. So sagt Jeremia. So spricht der Herr, dein Erlöser, der Heilige Israel. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt, was nutzlos ist. Nützt doch, was nützlich ist. Und dich den Weg leitet, den du wandeln sollst. Also wir sollen hören, auf was Gott sagt. Das war die Typologie. Und dann, was war das Problem damals? Warum kam das Problem? Oh, dass du auf meine Gebote merkest. So werde dein Friede sein wie ein Wasserstrom und deine Gerechtigkeit wie Meereswellen. Sie werden das Gesetz ablehnen. Nichts hat sich geändert. Genau das Gleiche heute. Genau das Gleiche. Dein Samen würde sein wie der Sand und die Sprösslinge deines Leibes wie seine Körnlein. Sein Name würde vor meinem Angesicht weder ausgerottet noch vertilgt. Gehorsam zu Gott, das wäre eine Lösung. Geht aus von Babel, flieht von den Chaldäern, verkündigt es mit jubelnder Stimme, lasset solches hören. Breitet es aus bis an der Weltende und sagt, der Herr hat seinen Knecht Jakob erlöst. Das war die Typologie, die gleiche Geschichte wiederholt sich heute. Babylon wird ganz mächtig werden, Babylon wird Gottes Volk vertilgen, ein Überrest wird übrig bleiben. Und der Grund, sie halten sich nicht an die Gebote Gottes. Die letzte Botschaft an eine Welt, die dreifache Engelsbotschaft. Worum geht es da? Was sagt denn der erste Engel? Die erste Engelsbotschaft, Offenbarung 14, Vers 6. Und ich sah einen anderen Engel durch die Mitte des Himmels fliegen, der hatte ein ewiges Evangelium den Bewohnern der Erde zu verkündigen, allen Nationen und Stämmen und Zungen und Völkern. Es ist also eine weltweite Evangelisation, nicht eine lokale. Es gibt Leute, die glauben, dass Jerusalem muss wiederhergestellt werden in seinem Zustand, seinem ursprünglichen Zustand hier auf Erden. Babylon muss wieder aufgebaut werden in seinem ursprünglichen Zustand und dann soll sich diese alte Geschichte wiederholen. Hat Gott nicht gesagt, Babylon wird nie wieder bewohnt werden? Hat das nicht gesagt? Ja, wie kann es nie wieder bewohnt werden, doch wieder aufgebaut werden? Da ist ein Durcheinander in der Theologie da draußen. Das ist eine Typologie gewesen und heute sind wir in einem Antitypus. Und eine Regel der Typologie ist, dass der Antitypus immer größer ist als der Typus. Sonst wäre es keine Typologie. Zum Beispiel das Lamm war ein Typus des Sohnes Gottes. Und Johannes der Täufer hat gesagt, siehe das Lamm Gottes, das da wegnimmt die Sünden der Welt. Und der Sohn Gottes ist doch viel größer in Erfüllung als das Lamm. Wenn der Typus gleich dem Antitypus sein würde, dann müsste ein wirkliches Lamm am Kreuz hängen. Das wäre ja lächerlich. Jerusalem war ein Typus des Volke Gottes. Babylon war ein Typus der Auflehnung gegen Gott. Und das im Kleinen, jetzt im größeren, weltweiten Sinne. Also diese drei Engelsbotschaft ist die Botschaft, die hinausgegeben werden muss durch ein Volk, welches die Gebote Gottes hält und den Glauben an Jesu, wie wir auch in Offenbarung 10 gesehen haben. Also das ewige Evangelium muss verkündigt werden. Und dieses ewige Evangelium ruht immer auf zwei Beinen. Es ruht auf Erlösung in Jesus Christus und Gehorsam. Und es war ewig von Anfang an. Adam und Eva hatten gesündigt. Sie hatten das Kleid der Gerechtigkeit verloren. Ein Lamm oder ein Schaf wurde geschlachtet. Und ein Fell wurde ihnen gegeben. Dieses Fell ist eine Typologie von der Gerechtigkeit Christi. Also die Erlösung von Anfang an war durch die Gerechtigkeit
Jesu Christi und nicht unsere eigene Gerechtigkeit. Es ging nicht durch Werke. Kain hat gesagt, nein, ich mache das auf meine Art. Ich bringe meine Werke. Und Abel hat gesagt, nein, ich verstehe. Ich habe keine eigene Gerechtigkeit. Ich bringe das Lammopfer, denn das Lamm steht für den Messias, der für mich sterben würde. Das ist das ewige Evangelium. Erlösung durch Jesus Christus und Jesus Christus alleine. Aber der Grund, warum wir Erlösung nötig haben, ist was? Weil wir das Gesetz übertreten hatten. Und darum, wenn wir erlöst sind von den Folgen, dann müssen wir auch wieder in Harmonie mit dem Gesetz kommen. Und die Juden, die klammerten sich ans Gesetz und mieden den Erlöser. Und die Christen heute, die akzeptieren den Erlöser und schmeißen das Gesetz weg. Es ist eine tragische Sache. Alle hinken sie auf einem Bein. Also ein ewiges, volles Evangelium, nicht ein halbes. Der Engel sprach auch weiter, mit lauter Stimme, fürchtet Gott und gebet ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Ja, welche Stunde des Gerichts? Ende der Zeit oder Anfang der Endzeit? In dem jüdischen System gab es eine Heiligtumslehre und da gab es auch ein symbolisches Gericht, Yom Kippur, der große Versöhnungstag. Und wer da nicht teilnahm, der wurde abgeschnitten. Und so auch ein Gericht, wo Jesus Christus vom Heiligen ins Allerheiligste hineingeht und die Zeit des Gerichts kommt. Wir haben immer solche interessante Vorstellungen über dieses Gericht. Und wir glauben, also die Bücher werden geöffnet, und dann irgendwann kommt unser Name und dann heißt es, naja, wie steht's denn heute mit diesem Walter Veit? Gute Werke, schlechte Werke, nicht gut genug, weg damit. Fertig. Nein, ich glaube, es ist nicht so. Ich glaube, wenn wir Jesus Christus annehmen, dann stehen wir in diesem Gericht. Es ist das Gleiche wie Heiligung. Es ist genau das Gleiche. Jesus zeigt uns unsere Fehler und zeigt uns, was wir daran tun können. Wir stehen in diesem Gericht, bis wir sterben. Aber es gibt auch ein antitypisches Gericht für die ganze Menschheit, wo die ganze Menschengeschichte gerichtet wird. Und die findet jetzt statt. Bete den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Also eine Botschaft geht in die Welt hinein. Gott, Jesus Christus, Schöpfer, Erlöser. Also die sieben Feste der Juden in Typus und Antitypus waren das Paschfest. Das steht gleich der Kreuzigung, denn da starb das Lamm. Das Lamm wurde geschlachtet. Das war Nisan 14. Dann kam das Fest der ungesäuerten Brote. Das Brot ohne Säure, ohne Hefe. Jesus sagte, das steht für mein Leib. Also das Fest der ungesäuerten Brote, Nisan 15, gleich den nächsten Tag, ist Christus im Grab. Und das nächste Fest war das Fest der ersten Früchte. Und das war bei der Ernte die ersten Früchte, die geweht wurden vor dem Altar. Und das steht für die Auferstehung. Denn als Jesus auferstanden ist, sind die Gräber geöffnet worden, die Toten sind hervorgekommen, sagt die Bibel, und sie haben gezeugt von diesen Dingen. Und als er in den Himmel hinauffuhr, nahm er Gefangene mit sich. Also es sind jetzt schon erlöste Auferstandene im Himmel. Welche Rolle sie haben, das wissen wir nicht genau. Wir wissen, da sind 24 Älteste, die mit ihm dienen im Himmel und wahrscheinlich sind
einige von denen unter diesen 24. Dann kam Pfingsten, Feast of Weeks, das war Sivan 6, das war das nächste Fest und das stellt Pfingsten dar. Das ist der Antitypus, eine größere Erfüllung der typischen Feste. Es ist interessant, dass das genau über 3 Tage ging, genau die Zeit der Kreuzigung. Und dann genau die gleiche Zeit, wo das Gesetz gegeben wurde, hier auch Pfingsten. Die Menschen bekamen die Werkzeuge, um das Evangelium zu verkündigen. Und dann gab es weitere Feste. Das 5. Fest war das Posaunenfest, Tischri 1. Und die Posaune war immer ein Zeichen des Gerichts. Also bei diesem Posaunenblasen ist es der Antitypus ist dann die Ankündigung der Zeit des Gerichts. Die Zeit seines Gerichts ist gekommen. Also nach 1844 ist der Antitypus, die zweite Adventbewegung. Dann kam der große Versöhnungstag, Pre-Advent Judgment, das Gericht vor dem Christus wiederkommt, das Himmlische, das jetzt stattfindet. Wir leben in einer ernsten Zeit. Während dieses Ereignisses auf Erden mussten die Juden ganz streng nach den Richtlinien leben. Es war ein Tag, an dem, wenn sie nicht an ihm teilnahmen, wurden sie abgeschnitten. Wir müssen teilhaben an diesen Ereignissen. Und dann kam das Laubhüttenfest. Das ist, wir gehen nach Hause. Sie haben gefeiert, sie haben Hütten gebaut, ein Zeichen der neuen Welt, die kommen sollte. So, also in der Typologie wurde die ganze Geschichte der Menschheit vorausgesagt. In der ersten Runde die großen Ereignisse rund um den Erlösungsplan, Jesus Christus, und in der zweiten Runde die Typologie der Geschichte der Menschheit. Also dieser große Versöhnungstag war die Reinigung des Heiligtums. Und Daniel hatte gesagt, das Heiligtum muss wieder gereinigt werden. Das Heiligtum wurde gereinigt von dem Rekord der Sünde. Wenn wir sündigen, dann geben wir diese Sünde Christus und es wird aufgezeichnet im Heiligtum als eine bekannte Sünde. Ein Jude damals brachte ein Schaf, legte die Hände auf. In Typologie wurde die Sünde übertragen auf das Schaf oder dem Lamm und das Lamm starb an seiner Stelle. Das Blut von diesem Lamme wurde gespritzt beim Außenaltar, aber ein kleines Stückchen von diesem Fleisch wurde symbolisch gegessen durch den Priester. Und dann, als der Priester sein eigenes Opfer brachte, wurden alle diese sogenannten übertragenen Sünden plus seine eigenen dann mit diesem Blut ins Heilige getragen und auf dem Räucheraltar, auf die Hörner angebracht von diesem Blut, so typologisch die Sünden übertragen. Also im Heiligtum ist da ein Rekord der Sünden. An diesem Versöhnungstag wurde das Heiligtum gereinigt. Alle diese bekannten Sünden wurden in Typologie übertragen auf den Sündenbock, aber der starb nicht. Er starb also nicht für diese Sünden, er wurde in die Wüste hineingeführt. Und das Heiligtum wurde dadurch gereinigt und der Satan, Azazel steht für Satan, war eigentlich der Urheber der Sünden und endgültig muss er sie vergelten. Also, wenn wir eines Tages vor Jesus Christus stehen, dann stehen wir nicht vor Jesus Christus als verziehene Sünder, sondern wir stehen vor Jesus Christus, als hätten wir nie gesündigt. Eine ganz vollkommene Erlösung. Denn da ist kein Rekord der Sünde. Also wenn man,
fragen würde, ja, wo steht es denn geschrieben, was ich gemacht habe, dann würde es nicht da stehen. Aber wenn wir unsere Sünden nicht bekennen, wo sind sie dann? Dann sind sie auf unserem Kopf, dann haben wir sie noch. Und dann müssen wir sie vergelten. Also dieser Versöhnungstag war ein Tag des Gerichts. Und das Heiligtum wurde gereinigt. An diesem Tag ging der Hohepriester ins Allerheiligste. Da war das Gesetz und dieser Gnadenstuhl oberhalb des Gesetzes verhinderte, dass er vernichtet werden würde. Es war genauso hoch wie die Platte, wo das Lamm verbrannt wurde. Also Gottes Gerechtigkeit, Gottes Gnade gleich hoch. Ganz interessante Symbolik. Also was ist der Maßstab für dieses Gericht, das kommen wird? Jakobus 1, Vers 25, wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und dabei bleibt, nicht als vergesslicher Hörer, sondern als wirklicher Täter, der wird selig sein in seinem Tun. Jakobus 2, Vers 12 sagt, redet und handelt als solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Es gab zwei Gesetze. Das Gesetz der Freiheit und das Gesetz, das einen gefangen hält und uns bindet und uns anklagt. Das war das Gesetz, das rund um die Schlachtopfer und so weiter ging. Denn das verurteilte uns, denn wir sind schuld an diesem Opfer. Aber dieses Gesetz ist der Grund, warum das Opfer an erster Stelle geschehen musste. Also das Gesetz der Freiheit, die 10 Gebote, wird der Maßstab sein für dieses Gericht. Was ist Sünde? 1. Johannes 3, Vers 4. Ein jeder, der Sünde tut, übertritt das Gesetz. Und die Sünde ist die Gesetzesübertretung. Das ist eine gute Übersetzung. Die Sünde ist die Gesetzesübertretung. Das ist die einzigste Definition der Sünde in der ganzen Bibel. Also, dieser erste Engel, der erklärt, dass Erlösung in Jesus Christus ohne Gehorsam ist Erlösung in Sünde und nicht von Sünde. Römer 4, Vers 14. Denn das Gesetz bewirkt Zorn. Wo aber kein Gesetz ist, da ist auch keine Übertretung. Also Adam und Eva haben übertreten, also muss es ein Gesetz gegeben haben, sonst hätten sie keine Übertretung gehabt. Denn der Tod ist der Sünde Sold, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unseren Herrn. Römer 6, 23, das ewige Evangelium zeigt auf Jesus Christus als einzigste Lösung für unser Sündenproblem. Gehorsam ist eine Folge, nicht ein Weg zur Erlösung. Also Sünde trennt von Gott, sondern eure Untugenden, eure Sünden scheiden euch von eurem Gott. Und eure Sünden verbergen das Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet. Also Sünde trennt von Gott. Heute gibt es ja eine moderne Definition, die sagt, Sünde ist Trennung von Gott. Umgekehrt, Jesaja, Sünde trennt von Gott. Wenn die andere Definition wahr ist, naja, dann war Sünde das nicht das Problem, sondern Trennung. Dann brauchen wir eine gute Telefonverbindung mit Gott und ständig sorgen, dass wir in Kommunikation sind mit ihm und dann ist das Problem gelöst. Nein. Sünde trennt von Gott. Wir müssen Gott die Erlaubnis geben, um uns zu ändern. Römer 6, 14. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade seid.
Wie nun, sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Das sei fern. Also heute wird behauptet, wir stehen unter der Gnade, wir brauchen das Gesetz nicht halten. Nein, sollen wir nur sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz sind, weil Jesus uns erlöst hat? Nein, das sei fern. Wir sind also erlöst und darum halten wir die Gebote. Nicht, wir sind erlöst, darum brauchen wir sie nicht halten, dann hätte Jesus nicht sterben brauchen. Römer 3,19. Wir wissen aber, dass das Gesetz alles, was es spricht, denen sagt, die unter dem Gesetz sind, und auf dass jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei. Weil aus Gesetzeswerken kann kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden. Nichts, was wir tun, kann uns retten. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Das Gesetz sagt uns nur, was richtig ist und was verkehrt ist. Aber durchdem wir es halten, sagen wir zu Gott, dass wir bereit sind, ihm in allen Dingen zu folgen. So wie wir eben gesehen haben. Heben wir nun das Gesetz auf durch den Glauben? Das sei fern, vielmehr richten wir das Gesetz auf. Also das ist ein ewiges Evangelium. Ein Evangelium, wo wir sagen, Jesus Christus, danke, dass du mir, sündigem Menschen, eine zweite Chance gibst. Danke, dass ich erlöst sein darf in dir wegen deinem vollkommenen Werk. Und weil du mich erlöst hast, hilf mir, um dein Gesetz aufzurichten und den Menschen zu zeigen, warum du an erster Stelle für mich sterben musstest, weil ich Sünder war. Hilf mir, um nicht mehr zu sündigen. Als Jesus zu Maria Magdalena sprach, hat er zu ihr gesagt, als all die Ankläger weg waren, hat er zu ihr gesagt, wo sind deine Ankläger? Sie sagt, Herr, ich weiß nicht, sie sind weg. Was hat Jesus gesagt? Ich klage dich auch nicht an. Was ist das? Das ist Gnade. Er stellt sie unter seiner Gnade. Er vergibt ihr ihre Schuld. Er sagt, ich klage dich auch nicht an. Du bist erlöst durch meine Gnade. Und dann was sagt er? Geh und sündige nicht mehr. Was ist das? Er stellt sie unter das Gesetz. Ganz einfach. Beides. Wir müssen beides haben. Wir können nicht die Gnade ergreifen und das Gesetz beiseite legen. Wir brauchen beides. Aber die christliche Welt heute greift die Gnade und will mit dem Gesetz nichts zu tun haben. Das geht nicht. Das geht nicht. So ist nun das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Römer 7, Vers 12. Wir haben gelesen in dem einen Zitat neulich, das ich vorgelesen habe, das Gesetz ist nicht gut, wir sollen es nicht halten. Das geht doch nicht. Das ist doch ein Durcheinander. Es gibt vier Evangelien in der Bibel, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Und heute ist da sogar eine Bibel, die schmeißt sie alle zusammen. Wieso braucht man vier? Man braucht nur eine, sagen sie. Naja. Aber Matthäus zeigt Christus als König. Wir müssen Jesus Christus als König akzeptieren. Und einem König gehorcht man. Markus zeigt Christus als Diener. Wenn wir Jesus Christus folgen wollen, dann müssen wir auch dienen. Lukas zeigt Christus als Mensch. Wenn wir Menschen helfen wollen, dann müssen wir menschlich sein. Und Johannes zeigt Christus als Gott. Wir müssen immer zu Christus zeigen. Das ist das Evangelium. Und die ersten fünf Bücher Mose, das erste ist das Buch des Ursprungs. Es verspricht Erlösung. Es redet von dem Sündenfall. Das zweite Buch Moses sagt, Christus ist unser Heiligtum. Das dritte sagt, Christus ist unser Opfer. Das vierte sagt, Christus ist unser Führer. Und das letzte sagt, er ist unser, was ist das Reward auf Deutsch?
Belohnung. Er ist unsere Belohnung. Also beides, das Alte und das Neue Testament, ist christozentrisch. Also ein Evangelium, das nicht christozentrisch ist, ist kein Evangelium. Matthäus 5 sagt, ihr sollt nicht wähnen, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis das Himmel und Erde vergangen sind, und sind sie noch da? Sie sind noch da. Wird nicht ein Jota, noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Also von wegen einer Theologie, wo das Gesetz nicht mehr maßgebend ist, wo es abgeschaffen ist. Es ist aber leichter, dass Himmel und Erde vergehen, als dass ein einziges Strichlein des Gesetzes falle. Lukas 16, Vers 17. Jesus ist nicht gekommen, das Gesetz aufzuheben. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Aber alle behaupten, seine Gebote sind schwer. Ja, die Fülle der Gebote sind enorm. Aber jeder kann doch verstehen, dass es irrsinnig ist, zu stehlen, zu begehren. Es gibt nur Tränen und Neid und Hass und was weiß ich alles. Es gibt fast kein Volk auf Erden, das nicht Gottes Gebote irgendwie, sogar mit Menschenverstand, in seinen eigenen Gesetzen hineinführt. Und so zur Vollendung gelangt ist er allen, die ihnen gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden. Hebräer 5, Vers 9. Also diese letzte Botschaft an die Welt, es sagt, kehrt zurück zu Gott. Akzeptiert ihn als König, als Schöpfer, als Erlöser und folgt ihm in Gehorsam. Das ist eine ganz wichtige Botschaft. Das Gesetz im Neuen Testament. Leute sagen immer, es ist abgeschafft. Nein, ihr könnt es im Neuen Testament finden. Das erste Gebot steht in Matthäus 4, 10, Offenbarung 19, 10. Gott alleine. Das zweite Gebot steht im 1. Johannes 5, 21 und Apostelgeschichte 17, 29. Keine Götzen. Das dritte Gebot steht im 1. Timotheus 6, Vers 1. Gottes Namen nicht missbrauchen. Das vierte Gebot steht in Markus 2, 27, 28 und in Hebräer. Der Sabbat. Und Jesus hat den Sabbat gehalten, die Jünger haben den Sabbat gehalten, nach seinem Tod haben sie den Sabbat gehalten. Ehre dein Vater und deine Mutter steht in Matthäus 19, 19, Epheser 6, 1 bis 3. Sollst nicht töten, Römer 13, 9, Jakobus 2, 11. Du sollst nicht Ehebruch begehen, Matthäus 19, 18. Du sollst nicht stehlen, Römer 13, 9. Du sollst nicht lügen, Römer 13, 9. Und du sollst nicht begehren, Römer 7, 7. Das ganze Gebot ist da. Sie haben keine Entschuldigung, das Gebot einfach so aufzuheben. Es existiert. Jesus Christus damals im Mittelpunkt der Typologie, Jesus Christus heute im Mittelpunkt seines Volkes. Und das fordert Gehorsam. Also, was der hohe Priester war, ist nur ein Symbol Jesu Christi mit der ganzen Liturgie der Sündenvergebung. Siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt hinwegnimmt. Johannes 1, Vers 29. Meine Kindlein, solche schreibe ich euch, damit ihr nicht sündiget. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. 1 Johannes 2, 1. Aber trotzdem steht da, was sollen wir? Damit ihr nicht sündigt. Der Mensch ist fehlbar, wir haben Schwächen. So, wenn jemand sündigt, wir haben einen Fürsprecher. Ich sage nicht, geh raus und sündige, weil wir einen Fürsprecher haben. Aber Jesus Christus gibt eine vollkommene Erlösung. Und Gehorsam ist Teil davon. Aber er wurde durchbohrt um unserer Übertretung willen, zerschlagen wegen unserer Missetat. Die Strafe uns zum Frieden lag auf ihm und durch seine Wunden sind wir geheilt.
damit wir nicht stolz werden und sagen, na, schau mal, wie gut wir sind. Wir halten die Gebote, wir tun dies und das, dann sind wir wie die Juden. Nein. Immer auf Jesus schauen. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, und das ist ja so schwer, Robert Schuller sagt, wir dürfen nicht reden über den sündigen Zustand des Menschen, ist nicht gut für seinen Selbstwert. Meine Güte, was für ein Evangelium ist das? Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Sogar der Gehorsam ist ein Geschenk von Jesus Christus. Das ist das ewige Evangelium, 1. Johannes 1, Vers 9. Und es ist Zeit, dass es wieder gepredigt wird in der Welt. Weil es nicht gepredigt wird, sieht die Welt so aus, wie sie aussieht. Jesus Christus sollte entthront werden als Schöpfer, als Erlöser, als Mittler, als Gott. Ein Kampf gegen diesen ersten Engel, der Jesus wieder in den Mittelpunkt der Geschichte stellen soll. Also es gibt einen Krieg gegen Jesus als Urheber des Gesetzes, das wollen wir nicht mehr, als Schöpfer, das wollen wir nicht mehr und als einziger Erlöser. Und wir haben ja das studiert. Wir haben die Französische Revolution betrachtet. Wir haben das Gesetz der Menschenrechte studiert und gesehen, wie jedes Gesetz Gottes, jedes Gebot indirekt vernichtet wird durch diese 10 Gebote, diese neuen Menschenrechte. Da wird viele Götter werden erlaubt. Ich habe es gestern schon gesagt, viele Götter. Wir müssen alle unter einem Dach akzeptieren. Das erste Gebot sagt, es gibt wie viele Götter? Einen. Götzendienst wird gefördert. Blasphemie wird gefördert. Ungehorsam den Eltern gegenüber wird gefördert. Das Kind muss selber entscheiden, selbst als kleines Kind. Die Familie muss abgebaut werden. Das sind Menschenrechte. Und Ehebruch und all die Nuances, die damit zusammengehen. Kleine Kinder haben ein Recht auf pornografische Dinge und so weiter. Komischsten Gesetze, die es da gibt. Was gelehrt wird in den Schulen, das geht auf keine Kuhhaut. Hier, alle diese Dinge. Ein neues Gesetz anstelle Gottes Gesetzes. Aber es ist ein Mitra-Gesetz. Und dann natürlich Adam Weishaupt, Vater der Jakobiner, der Illuminaten und dann Jesus Christus sogar staatlich beseitigt. Atheismus, wir brauchen keinen Erlöser, wir brauchen keinen Jesus Christus. Kommunistisches Manifesto 1844, Jesus weg mit ihm. Darwin, Ursprung der Arten 1844, wir brauchen keinen Schöpfer. Wir sind durch Evolution entstanden. Wir sind auf dem Weg zur Verherrlichung. Der erste Engel kämpft gegen diese Irrlehren, die in der Welt sind. Und der Spiritismus, der trägt dazu bei, dass der Mensch für ewig lebt. Wenn er stirbt, ist er nur ein Geist, der in den Himmel hochgeht und weiterlebt. Der Sünde-Sold ist nicht der Tod. Der Sünde-Sold ist das ewige Leben und eine Reinkarnation und nochmal versuchen. Ja. Alice A. Bailey, die trägt dazu bei. Und ein ganzes System wird aufgebaut, wo diese Lehren verbreitet werden durch geheime Organisationen bis in die Kirchen hinein. Und sie lehren den Menschen, dass sie nicht Jesus Christus als Erlöser nötig haben. Das ist der erste Engel. Das ist eine ganz riesige Warnung. Wir stehen in der Zeit des Gerichts, das Gesetz ist das Maßstab. Und gleichzeitig, bumm, weg mit dem Gesetz, Menschenrechte anstelle davon. Nein, es gibt eine Gemeinschaft, die sagt, zurück zum Gesetz. Ganz wichtig. Und dann kommt ein zweiter Engel. Noch eine Botschaft. Denn haben Sie diese Botschaft angenommen? Jesus im Mittelpunkt, Jesus Schöpfer, Jesus allein Erlöser, haben Sie es angenommen, die Gemeinschaften, ja oder nein? Im Gegenteil, Sie haben es abgelehnt. Und Sie sitzen in einer Ökumene,
um alle Glaubensgemeinschaften herbeizufügen und die Gebote Gottes abzubauen. Denn wer kann die halten und gleichzeitig Götzen haben? Wer kann das tun? Kein Mensch kann das tun. Also die zweite Engelsbotschaft, eine ganz harte Engelsbotschaft. Und ein zweiter Engel folgte ihm, der sprach: Gefallen, gefallen ist Babylon, die Große, die mit dem Glutwein ihrer Unzucht alle Völker getränkt hat. Offenbarung 14,8. Wer ist Babylon? Babylon besteht aus drei Teilen, sagt die Bibel. Da ist, wir werden sie gleich sehen, der Drache, das Tier und der falsche Prophet. Und alle drei sind gefallen. Und sie huren. Sie haben Unzucht in ihrem Wein, in ihrer Lehre. Sie verbreiten eine Lehre, die die ganze Menschheit versammelt, um eine Lüge zu glauben. Und der zweite Engel sagt: Babylon, du bist gefallen, du bist gefallen. Also dieser Wein Babylons, dieser Frau, die auf diesem Tier sitzt, die hat auf dem Namen geschrieben Babylon. Und ich sah aus dem Maul des Drachens und aus dem Maul des Tieres und aus dem Maul des falschen Propheten drei unreine Geister herauskommen, gleich Fröschen. Frösche waren eine Plage in Ägypten. Frösche waren Götter. Und Gott hat gesagt: Ihr wollt Frösche anbeten? Ich gebe euch Frösche, bis sie euch aus den Ohren rauskommen. Frösche. Also das war eine Plage. Und Gott zeigt ihnen, diese Plage ist Götzendienst. Götzendienst. Es sind nämlich Geister von Dämonen, welche Zeichen tun und zu den Königen des ganzen Erdkreises ausziehen, um sie zum Kampf an jenem großen Tage Gottes des Allmächtigen zu versammeln. Also dieser Götzendienst, der verbreitet wird in der Welt, wird endgültig zu einem Kampf kommen zwischen denjenigen, die sagen, das ist die Richtlinie, Jesus Christus und seine Gebote, und diejenigen, die sagen, nein, das ist nicht die Richtlinie. Wir wollen gemeinsame Sache machen. Hier ist die Standhaftigkeit der Heiligen, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren, Offenbarung 14, 12. Also zwei Gruppen. Die ganze Welt unter einem Hut, einem ökumenischen Hut, wo die Könige der Welt mitarbeiten, um dieses Ziel zu erreichen. Und eine andere Gruppe, die sagt, nein, es gibt nur einen Weg, der Weg des Gehorsams, und wir folgen Jesus Christus. Das ist die Wahl, Offenbarung 14, 12. Aber diese Frau wird alle zu sich anziehen. Es ist ein Glaube der Kompromiss und Ökumene. Also mystisches Babylon besteht aus drei Komponenten, nicht wahr? Der Drache, das Tier und der falsche Prophet. Das sind die drei. Und die letzte Warnung: Babylon ist gefallen, muss an die Welt gehen und muss ihnen erklären, warum sie gefallen sind. Warum? Also wer ist der Drache? Drache steht für Satan selber. Wie wirkt Satan direkt unter den Gemeinschaften? Wie wirkt er direkt, um sie zu überzeugen, dass sie eine großartige Wahrheit haben? Doch im Spiritismus, doch in Hexerei, doch in Satanskulten, doch in heidnischen Religionen, wo Ahnen angeblich angebetet werden. Die Bibel sagt, wenn man tot ist, schläft man. Also mit wem reden sie, wenn diese Ahnen da sind? Und das sind da. Was in Afrika passiert, das ist nicht eine Augentäuschung, das passiert. Die sind in Trances, die gehen in Visionen, die sprechen in Zungen, sie schmeißen Speere in der Luft und die hängen in der Luft. Gehen sie ganz im Kreis rum, dann kommen die Speere wieder runter. Und so geht es weiter. Da ist was. Da ist wirklich was, die haben Angst. Also Drache, das ist Hexerei, das ist New Age, alles, was damit zu tun hat. Und wer steht dahinter? Geheimgesellschaften, wie wir gesehen haben. Frösche werden heute noch
angebetet. Hier ist der große Bronzefrosch in Japan. In den Ostreligionen werden Frösche immer noch für wichtig gehalten. Mit wem reden diese Persönlichkeiten, so wie Jay-Z Knight? Jay-Z Knight haben wir neulich Abend gesehen, in dem New Age-Vortrag gesagt, die Kirchen lügen. Die Kirchen wollen euch nicht erzählen, dass ihr Gott seid und dass wir Götter sind. Und wer sagt es hier? Ramta? Das ist ein Dämon. Die Bibel sagt, es sind Dämonen, die sie verführen. Und Yoga? Und einige Arten von Yoga sind schlimmer wie andere, aber alle sind sie Sonnenanbetung. Die Bewegungen in Yoga sind nach dem Sonnenbild ausgearbeitet. Und Kundalini-Yoga ist ein ganz schmutziger Sexkult. Und dann haben wir unsere Götter auf dieser Erde und zig Millionen Menschen jagen ihnen nach. So wie der Gründer hier von Hare Krishna, der sich selbst einen Gott nennt, oder wie sie auch alle heißen, Osho, der musste aus seinem eigenen Indien flüchten wegen Sexskandale und hat dieses große System in Amerika aufgebaut mit zigtausenden, die ihm folgen und Irrlehren an unseren Kindern in den Schulen und in Büchern und am Fernsehen. Das ist der Drache, der wirkt, um Menschen von Jesus Christus zu entfernen. Matreya, wer ist denn das? Ist das ein Mensch? Ist das ein Dämon? Keiner weiß. Also dieser Teil, der muss ganz offen aufgedeckt werden, dass Menschen sehen, worum es geht. Das ist eine Warnung. Du, Drache, New Age und so weiter, ihr seid gefallen, gefallen. Und das Tier hat das Malzeichen hier des hohen Priesters Horus nach Albert Pike. Es ist der Katholizismus. Der Katholizismus in dieser falschen Dreieinigkeit spielt die Rolle des Sohnes. Er ist der Stellvertreter Christi. Die ganze Welt wird sich vor ihm niederbeugen. Er hatte eine quasi tödliche Wunde und ist wieder auferstanden. Er macht den Sohn nach. Und dieses Tier, die ganze Welt, wird verwundert hinter ihm hergehen. Er ist ein Antichristus. Und er hat die Hostie als Symbol eines Brotgottes, der ewig wieder geopfert wird, jedes Mal, wenn die Messe gelesen wird. Jesus Christus wird ersetzt durch ein Isis-Symbol, und der Drache ist das Symbol auf dem Schild des Vatikans, und Vatiskan steht für göttliche Schlange, Divining Serpent. Vatis, Divine, Kan, Schlange, Divining, Schlange. Offenbarung 13,4, und sie haben den Drachen angebetet, welche seine Macht dem Tier gab. Also das Tier spielt die Rolle des Sohnes und der Drache spielt die Rolle Gottvater. Und sie beteten das Tier an. Und wer ist dem Tiere gleich? Wer kann gegen ihn Krieg führen? Wer steht dahinter? Die Jesuiten. Hier sind die Zitate, wir haben das durchstudiert. Revolutionen haben sie in ihrer Hand, sie wollen die Welt regieren. Die ganze Welt unter diesem quasi Sohn. Die Welt soll davor gewarnt werden. Alle diese Revolutionen, die französische Revolution, die amerikanische Revolution, die spanische Revolution, all der Tumult und das Leid auf dieser Erde wegen diesen religiösen Bewegungen hinter den Kulissen. Wir haben die Zitate gesehen von den Präsidenten der Vereinigten Staaten, die den Mut hatten, um zu sagen, es waren die Jesuiten. Die französische Revolution, es waren die Jesuiten. Die spanische Revolution, es waren die Jesuiten. Die ganzen Revolutionen der Welt, hinter den Kulissen, die Armee des Tieres, der Erste Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg und ihr Motto, Ordo ab Chao, Ordnung aus Chaos. Und dann sagt die Bibel, schrecklicherweise
Es wird dem Tier ein Bild gemacht. Es ist interessant, wie die Architektur übereinstimmt zwischen diesen beiden, dem Kapitol und dem Vatikan. Und was die katholische Kirche im Mittelalter getan hat, mit Verfolgung und dergleichen, wird ein Bild. Der Protestantismus, der dem anderen gleich ist, aber Ehre dem ersten Tier geben wird, wird er auch herbeibringen. Also am Ende wird es der Protestantismus sein, der verfolgt und der Menschen versucht zu zwingen, um eine gemeinsame Sache zu machen. Und ich sah ein anderes Tier, es kam aus der Erde und es hatte zwei Hörner wie ein Lamm, aber es sprach wie ein Drache. Es wird genauso reden wie das erste Tier. Das erste Tier hat verfolgt, Katholizismus, dieses wird auch verfolgen. Und wiederum die Freimaurerei, dieses Bild hier, ein Geschenk der Freimaurerei. Und die Geschichte lehrt, dass es so geschah. Es gab eine heilige Allianz bis zwischen den Vereinigten Staaten, Urheber des modernen Protestantismus und dem Papsttum. Und Chief Justice William Rehnquist, der jetzige Chief Justice, sagt, also die Mauer zwischen Staat und Kirche ist auf schlechter Geschichte gebaut. Die muss weg. Also Staat und Kirche müssen wieder eins werden. In den mittelalterlichen Zeiten Staat und Kirche zusammen, um Gottes Volk zu vernichten. Am Ende der Zeit genau das Gleiche. Und jetzt die tragische Geschichte, wie diese Wucht, diese Wahrheit jetzt unterdrückt werden muss. Jesus Christus, Alleinerlöser, Gebote Gottes, kommt der falsche Prophet dazu. Ein gefallener Protestantismus, der nicht mehr lehrt, dass Jesus Christus Alleinerlöser ist, der nicht mehr lehrt, dass wir die Gebote halten müssen, sondern das Gegenteil lehrt. Wir müssen die Gebote nicht halten. Wir sind Sünder, wenn wir die Gebote halten. In dem System festgefangen, viele, viele, die es ernst meinen und die glauben, was ist hier los in dieser Welt? Also die Bibel sagt vorher, dass sie sich wieder mit Rom vereinigen werden. Romeward bound. Sie gehen wieder nach Rom. Sie bauen um. Ihre Kirchen sollen wieder wie Rom aussehen. Und die große protestantische Kirche wird umgebaut. Crystal Palace, die großen prophetischen Reden. Der falsche Prophet. Was redet denn der falsche Prophet, der gefallene Protestantismus? Wir haben sie alles durchstudiert. Wir haben ja gesehen, genau, was lehren sie? Robert Schuller und dergleichen, was lehren sie? Unser Vater, der du im Himmel bist, geheiligt sei unser Name. Was ist er denn dann? Dann ist er doch Gott. Wenn das kein falscher Prophet ist, dann möchte ich wissen, was ein falscher Prophet ist. Das ist doch eine falsche Lehre. Jesus Christus heruntergerissen und wir aufs Podium gestellt, wir sündige Menschen. Und das im Namen der Religion? Discover your possibilities. Entdecke deine Möglichkeiten. Du bist Gott, sagt er. Und Billy Graham sagt, fantastisch. Falscher Prophet. Billy Graham müsste sagen, das ist eine Blasphemie. Die Bibel sagt, du sollst keine anderen Götter vor dir haben. Das ist eine Blasphemie. Und Billy Graham macht das Gleiche. Er hat eine Evangelisation und schickt sie alle zur katholischen Kirche und arbeitet mit all den Katholiken zusammen, obwohl sie absichtlich die Gebote Gottes brechen. Und dann die großen Charismatiker in Babylon, Kenneth Copeland und wie sie auch alle heißen, Kenneth Hagin. Du musst nicht sagen, ich sage das mit allem Respekt, wenn ich meine Bibel lese und ich sehe, ich bin, dann sage ich ja, ich bin auch. Es ist doch kein Protestantismus mehr. Das ist doch ein gefallenes System. Gefallen ist Babylon, die große Stadt. Der falsche Prophet ist gefallen.
Kenneth Hagin setzt die Obelisk der Freimaurer auf seine Zeitschrift. Oral Roberts, genau das Gleiche, sind Freimaurer. Sie lehren, wir sind Gott. Sie lehren falsche Lehren. Sie lehren, wir brauchen die Gebote Gottes nicht halten. Im Gegenteil, wenn wir sie halten, dann sind wir unmündig, lehren sie. Und dann Benny Hinn muss nicht sagen, ich habe, sage ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Teilt Drogen aus und sagt, so ist die christliche Lehre. Wir können machen, was wir wollen. Wir können sündigen und Tausende werden in die Irre, nein, Millionen werden in die Irre geführt durch diese Lügenpropheten. Da ist Mesmer, der mesmerisiert. Und hier ist Benny Hinn, der genau das Gleiche tut. Im Namen Gottes? Welche Blasphemie! Also der zweite Engel sagt, Babylon ist gefallen. Und wir werden ja gleich sehen, was das alles heißt. Und der dritte Engel, was muss der machen? Also Babylon hebt das Gesetz auf. Und dann endgültig wollen sie Ekumene machen, alle beisammen, angeblich unter der Führung Gottes. Aber es ist nicht die Führung Gottes, es ist die Führung eines anderen Geistes, denn es ist gegen das Gesetz. Und die Bibel sagt, zum Gesetz und zum Zeugnis, Jesaja 8, Vers 20, wenn sie nicht nach diesem Wort reden, haben sie keine Morgenröte, nicht erst ein bisschen Licht, sie sind in totaler Finsternis. Offenbarung 14, Vers 9, und ein dritter Engel folgte ihnen, der sprach mit lauter Stimme, wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet, und das Mahlzeichen auf seine Stirn oder auf seine Hand nimmt, also wenn jemand den Katholizismus verehrt, durch ihm zu gehorchen, und das Bild anbetet, wenn jemand horcht auf den Druck, der ausgeübt wird durch den Protestantismus, um dieses zu tun, und wer das Mahlzeichen dieses ersten Tieres der katholischen Kirche auf sich nimmt und die katholische Kirche sagt, das Mahlzeichen meiner Macht ist, dass ich den Sabbat auf den Sonntag verlegt habe, schriftlich. So wird er von dem Glutwein Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in dem Kelch seines Zornes. Und er wird mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Es kommt ein Gericht. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit und keine Ruhe haben Tag und Nacht, die das Tier und sein Bild anbeten und wer das Mahlzeichen seines Namens annimmt. Offenbarung 14, Vers 10 bis 11. Ganz eindeutig, wir können das Mahlzeichen dieses Tieres nicht annehmen. Wir müssen Gottes Mahlzeichen annehmen. Gott sagt, schreibt meine Gebote auf eure Stirn, zwischen euren Augen und auf eure Hand. Denkt danach, handelt danach. Rom sagt nein, mein Mahlzeichen auf die Stirn oder die Hand, nicht und. Gott sagt und, die sagen oder. Interessant. Denen ist es egal, wenn man gehorcht, ob man überzeugt ist über nicht oder nicht, oder ob man gehorcht, weil man überzeugt ist, aber Gott nicht. Gott sucht das volle Herz. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist. Und ruhte am 7. Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. 2. Mose 20, Vers 11. Er ist ein ewiges Zeichen zwischen mir und den Kindern Israels. Denn in 6 Tagen machte der Herr Himmel und Erde, aber am 7. Tage ruhte er und erquickte sich. Nafash. Ha, er hat aufgeatmet. Es war die Mühe wert, den Menschen zu schaffen, obwohl er wusste, dass er fallen würde. Und was ist dieses Ot, dieses Zeichen? Es ist ein Merkmal, a distinguishing mark, ein Mahlzeichen des Tieres. Es ist ein Mahlzeichen des Tieres oder ein Mahlzeichen Gottes. Gott hat also ein Zeichen, und zwar der Sabbat. Er hat geschaffen, er ist der Eigentümer. Also was ist das Zeichen Gottes? Das Zeichen Gottes steht im Herz des 4. Gebotes. Ich, der Herr, Yahweh, Schöpfer, mein Gebiet, Himmel und Erde, das ist der Siegel Gottes. Jedes Siegel hat diese Kennzeichen.
Da gab mir der Herr zwei steinerne Tafeln mit dem Finger Gottes beschrieben, dass keiner sagen kann, das Gesetz kommt vom Menschen. 5. Mose 9,10. Der Siegel Gottes steht also im Herzen des Gesetzes. Der Herr, Yahweh, sein Name, Schöpfer, Himmel und Erde. Ohne das vierte Gebot ist das ganze Gebot ungültig. Denn ein Gesetz kriegt nur seine Macht, wenn da eine Autorität dahinter steht mit einem Siegel. Und somit das ganze Gebot, weil es seinen Namen, seinen Titel und sein Gebiet hat, ist gültig für alle, im Himmel und auf Erden. Hesekiel 20, Vers 12. Ich gab ihnen auch meine Sabbate, welche ein Zeichen sein sollten zwischen mir und ihnen, damit man erkenne, dass ich der Herr es bin, der sie heiligt. Werdet ihr nun meinen Geboten fleißig gehorchen, die ich euch heute gebiete? Hütet euch aber, dass ich euer Herz nicht überreden lasse, dass ihr aber abtretet und anderen Göttern dienet und sie anbetet. So fasset nun diese meine Worte zu Herzen und in eure Seele und bindet sie zum Zeichen auf eure Hände, dass sie ein Schmuck sein zwischen euren Augen. Da ist es. Gottes Gebote hier und hier. Die Juden haben das ganz toll gemacht, die haben die Gebote ausgeschrieben, sich hier oben hingehängt und an die Hand gehängt und damit basta. Glaubt ihr, dass das Gottes Absicht war? Denke nicht. Ich denke, Gott hat gewollt, es sollte hier im Verstand sein. Die Gebote sind logisch, die Gebote sind gut und wenn man sie hält, dann kann man in der Nacht in Frieden draußen rumlaufen und im Wald, ohne abgemurkst oder vergewaltigt zu werden. Sie sind logisch. Bindet sie da und lehret die Menschen, um danach zu handeln. Handle danach. Also was ist das Mahlzeichen des Tieres? Genau das Gegenteil. Sunday is our mark of authority. Sonntag ist unser Mahlzeichen der Autorität. Die Kirche steht über die Bibel und sie hat den Sabbat verlegt. Und das ist Beweis dafür. Catholic Record, September 1923, die Kirche sagt, Sabbat, Sonntag ist unser Mahlzeichen. Wir haben den Sabbat verlegt. Also Gott hat ein Zeichen, aber der steht nicht nur für den Sabbat, er steht für das ganze Gesetz. Und wir müssen auch wissen, dass wir das Gesetz nicht in eigener Gerechtigkeit halten. Das ganze Gesetz, wenn wir gehorsam sind dem Gesetz gegenüber, dann steht es für die Gerechtigkeit Jesus Christus. Seine Gerechtigkeit und seine Gerechtigkeit allein rettet uns. Aber das Gesetz, das wir gehorchen, ist eine Konsequenz dieses Verhältnisses. Sie nahm den heidnischen Sonntag und sie machte ihn den christlichen Sonntag. Und darum der heidnische Sonntag, den dem Gott Baal da gewidmet wurde, wurde unser christlicher Sonntag. Und wir haben ihn heilig für Jesus gemacht. Catholic World 1894. Natürlich sagt die katholische Kirche, dass wir den Tag geändert haben und dass diese Tat ist ein Mahlzeichen unserer kirchlichen Macht. Faith of our Fathers, Kardinal Gibbons. Ein Zitat nach dem anderen, ich habe hunderte. Die Bibel sagt, gedenk des Sabbattag, dass du ihn heiligst. Die katholische Kirche sagt, nein, durch meine göttliche Macht, was für eine Blasphemie, lege ich den Sabbat beiseite und befehle euch, den ersten Tag der Woche zu halten. Und siehe da, die ganze zivilisierte Welt beugt sich nieder im Gehorsam zu dem heiligen Gebot der katholischen Kirche. Wow, eine Frechheit haben die. Und Gott sagt, wählet. Wählet heute, wen ihr dienen wollt. Hier, Katechismus Romanus, Papst Pius 1566, Konzil zu Trier. Es hat die Kirche behagt, gibt es so ein Wort, dass die Kirche Gottes den religiösen die religiöse Feier des Sabbatstags verlegte auf des Herrnstag, Sonntag.
Und der ganze Erdboden verwunderte sich des Tieres, Offenbarung 13,3. Also der falsche Prophet wird das erzwingen in dieser zweiten Runde. Hier ist Geduld der Heiligen. Hier sind die, die da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesum, Offenbarung 14,12. Also der dritte Engel warnt, musst nicht die Gerechtigkeit der Kirche akzeptieren als euren Erlöser, akzeptiere die Gerechtigkeit Jesu Christi als euren Erlöser. Und wenn ihr die Gerechtigkeit Jesu beansprucht, dann folgt ihm im Gehorsam und seid gehorsam seinen Geboten gegenüber und habe sein Zeichen, seine Gebote, sein Sabbat in Handlung und im Kopf. Katholische Kirche sagt, nein, ich rechtfertige euch. Ihr kommt zu mir für Rechtfertigung. Ich vergebe euch eure Sünden. Ihr kniet vor mir nieder. Ich verzeihe euch deine Sünden. Und ich sage dir, was das Gesetz ist. Und du gehorchst meinen Gesetzen und nicht Gottes Gesetzen. Wir stehen über die Bibel. Es gibt doch keine Wahl. Da muss doch jeder logische Mensch sagen, das mache ich nicht mit. Also dass der dritte Engel warnt vor einer falschen Gerechtigkeit und er warnt vor Ungehorsam Gott gegenüber. Offenbarung 18, danach sah ich einen anderen Engel. Das ist nochmal eine Botschaft. Der Herr ist geduldig. Aus dem Himmel herabsteigen, der hatte große Gewalt. Und die Erde wurde erleuchtet von seiner Herrlichkeit. Jetzt müsst ihr gut zuhören. Und er rief mit mächtiger Stimme und sprach, gefallen, gefallen ist Babylon die Große. Ist das nicht eine Wiederholung des zweiten Engels, ja oder nein? Ja. Und ist eine Behausung der Dämonen und ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Vögel geworden. Bumm. Bisschen stärker, ja oder nein? Der zweite Engel hat gesagt, Babylon ist gefallen. Sie hat falsche Lehren. Sie hat einen Kelch mit Unzucht verbreitet. Der dritte Engel warnt gegen Ungehorsam. Und dieser kommt jetzt und sagt, Babylon, du bist ein Haus der Dämonen geworden. Und du hast unreine Vögel. Was heißt unreine Vögel? Einen falschen Heiligen Geist. Da ist ein falscher Heiliger Geist in Babylon und es ist ein Haus der Dämonen geworden. Denn von dem Wein ihrer grimmigen Unzucht haben alle Völker getrunken und die Könige der Erden haben mit ihr Unzucht getrieben. Und die Kaufleute der Erde, die ganze Ökonomie steht dahinter, alles Freimaurer gesteuert. Alles wird kaputt gemacht. Der Erde sind von ihrer gewaltigen Wollust reich geworden. Der kleine Mann muss kaputt gemacht werden. Die Mittelschicht weg damit. Man kann nicht herrschen, wenn da eine Mittelschicht ist, die noch für sich selber denken kann. Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach, geht aus ihr heraus, mein Volk. Gute Nachricht. Ein großer Teil Gottes Volkes steckt noch wo? In Babylon. Damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfanget. Denn ihre Sünden reichen bis zum Himmel und Gott hat ihrer Ungerechtigkeiten gedacht. Offenbarung 18, Vers 3 bis 5. Also das ist die letzte wuchtige, starke Botschaft. Jetzt, worum geht das denn eigentlich? Kommen wir lesen im Geist der Weissagung. Jetzt hier, einige werdet euch sicher wundern, was ist denn das, dieser Geist der Weissagung? Es kommt ein ganzer Vortrag darüber am Sabbat, 11 Uhr, nicht verpassen. Zwei Tempelreinigung, zwei Rufe aus Babylon. Also Babylon, als Jesus seinen Dienst begann, reinigte er den Tempel vor dem Ungerechten, das da geschah. Und eine seiner letzten Aktivitäten war eine zweite Reinigung des Tempels. So, in der letzten Warnung an die Welt, zwei Rufe an die Kirche. Der zweite Engel sagt,
Babylon ist gefallen, die große Stadt, weil die Nationen getrunken haben von dem Wein seiner Hurerei. Und der laute Ruf des dritten Engels, also dieser laute Ruf, dieser Extra-Engel, wiederholt den dritten Ruf, also Gehorsam an Gott, seine Gerechtigkeit, nicht die Gerechtigkeit dieser Systeme, nicht ungehorsam, und sagt: Komm aus ihr raus, mein Volk, damit ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und ihren Plagen, denn ihre Sünden sind gen Himmel gestiegen. Also zwei Rufe aus Babylon heraus. Jetzt, was macht denn diesen zweiten Ruf aus Babylon stärker als den ersten? Was muss getan werden? Evangelism, page 233. Also, expose the man of sin. Lege ihn bloß, den Mann der Sünde. In der Zeit, in der wir leben, hat der Herr gerufen, ein Volk mit einer bestimmten Botschaft. Er ruft sie, um zu entblößen die Bosheit des Menschen der Sünde, der das Sonntagsgesetz ein Mahlzeichen seiner Macht gemacht hat und der gedacht hat, Zeiten und Gesetz zu ändern und vor Gottes Volk zu erpressen, welche stehen für den wahren Sabbat, den Sabbat der Schöpfung, heilig zum Herrn. Also eine Aufgabe, die wir haben, ist, um ganz deutlich zu machen, welche Bosheit bei dem Mensch der Sünde im Katholizismus gegenwärtig ist. Ist eine Aufgabe. 4 Manuscript Release. Die Menschen müssen aufmerksam gemacht werden, was sie erwarten können von der päpstlichen Macht. Also diese Engelsbotschaft, die verkündigt werden muss, da muss erzählt werden den Menschen, was sie zu erwarten haben von der päpstlichen Macht. Jetzt heute ist das nicht sehr angenehm. Es wird gesagt, das soll man nicht sagen. Man soll lieber das Evangelium nur verkündigen, aber diese negativen Dinge müsste man weglassen. Man sollte nicht sagen, man sollte nicht so viel von dem Teufel reden und mehr vom Herrn reden, das wird gesagt. Aber der Engel hier sagt, es ist ein Haus der was geworden? Der Dämonen und allen unreinen Vögeln. Und dann, wir müssen diese Botschaft geben, Babylon ist gefallen, es wurde ein Haus der Dämonen und aller unreinen Vögel. Kommt aus ihr raus, mein Volk, dass ihr nicht ihre Plagen empfangt. Diese Botschaft muss den Kirchen gegeben werden. 10 Manuscripts released. Wir müssen die besten Pläne machen, um das zu erreichen. Jetzt genau, was heißt es, dass als ein Haus der Dämonen geworden ist. Da wird wiederholt die Geschichte dieses Engels und dann wird genau erklärt, hier in diesem Zitat, Early Writings, 2.2.7.7, was es heißt. Die Botschaft von Babylon, das gefallen ist, durch den zweiten Engel gegeben, wird wiederholt, wenn dieser andere Engel ruft, mit der zukünftigen Auslegung, Menschen, von den Korruptionen, welche in die Kirchen hineinkamen seit 1844. Okay, jetzt habt ihr genau, was dieser laute Ruf ist. Mit anderen Worten, der laute Ruf ist, man muss sagen, Babylon ist gefallen, es ist ein Haus der Dämonen geworden und man muss die Leute genau aufklären, welche Korruptionen in den verschiedenen Kirchengemeinschaften hereinkamen seit 1844. Of Babylon at the time brought to view in this prophecy it is declared. Von Babylon wird gesagt, ihre Sünden sind bis an den Himmel gestiegen und Gott hat sich ihrer Bosheit erinnert. Wir müssen die Sünden Babylons ankündigen. Das heißt nicht, dass ich jedem Einzelnen seine Sünden aufzählen muss. Ich muss das System angreifen, nicht die Personen. Und die Waffen, die wir gebrauchen, sind nicht unsere Worte, sondern das Geschriebene. Wir gebrauchen die Bibel
Und wir zeigen, dass was sie lehren, nicht biblisch ist. Diese Ankündigung zusammen mit dem dritten Engel ist die letzte Warnung an die Menschen der Welt. Dann, unser Krieg ist aggressiv, nicht wishy-washy, aggressiv. Lass nichts die Kraft dieser Wahrheit unterdrücken. Die dritte Engelsbotschaft muss ihr Werk tun, um ein Volk zu trennen von den Kirchen. Es muss ein Entschluss kommen. Menschen müssen entscheiden, entweder das ist biblische Wahrheit, die hier gepredigt ist, oder ist es nicht. Aber einen Kompromiss können wir nicht machen. Ich kann nicht sagen, ich bleibe in den Kirchen, wenn ich weiß, dass sie das Verkehrte lehren. Ich muss einen Entschluss machen. Die stehen werden auf der Plattform der ewigen Wahrheit. Das ist die letzte Botschaft. Wir leben in einer Zeit, die Entscheidungen erwartet. Wir müssen Entscheidungen machen. Wenn diese Dinge passieren, dann schau nach oben, hebet eure Häupter, denn unsere Erlösung ist nah. Wir stehen kurz vorm Ende. Und es kommt eine Zeit der Perplexity, der Schwierigkeiten auf uns. Und die Welt liegt in Bosheit und in Abtrünnigkeit. Das ist ein Werk für Gottes Volk. Wir müssen sie warnen. Das ist unsere Aufgabe. Epheser 5, Vers 11 sagt das Gleiche. Und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Decket sie vielmehr auf. Daniel 12, Vers 1 hat ein wunderbares Versprechen. Für die, die sagen, wir wollen das tun, was die Bibel sagt, was der Herr sagt. Und der Weg der Gehorsam war noch immer der beste Weg. Es gibt keinen besseren Weg. Zu jener Zeit wird sich der große Fürst Michael erheben, der für die Kinder deines Volkes einsteht. Denn es wird eine Zeit der Not sein. Wir müssen den Menschen nicht Zucker um den Mund schmieren. Sag ihnen die Wahrheit. Es kommt eine schlimme Zeit. Aber wir haben einen Erlöser. Wie noch keine war, so eine schlimme Zeit wird kommen, seitdem es Völker gibt. Stell dir mal vor, wie viele schlimme Zeiten es schon gab auf dieser Welt. Es kommt eine Zeit, die schlimmer ist als irgendeine, die es je gab. Von Pest bis Weltkriege schlimmer, als es je gab. Aber, und da ist das schöne Aber, zu jener Zeit soll dein Volk gerettet werden. Was steht da? Jeder, der sich im Buche eingeschrieben findet. Wie findet man sich denn im Buche eingeschrieben? Man akzeptiert wen als Erlöser? Jesus Christus ist mein Erlöser. Und wie zeige ich der Welt, dass ich ihn als König gewählt habe? Ich folge ihm im Gehorsam. So einfach. Ich brauche nichts an die große Glocke zu hängen. Ich brauche kein Schild auf dem Rücken, was sage, ich bin Jesus Kind. Ich brauche nichts derartiges. Zeige nur Gehorsam. Halte den Sabbat und spüre den Zorn, der auf uns zukommt. Aber Gott verspricht, dass er uns behüten und beschützen will. Daniel 12, Vers 1. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen wohnt, der spricht zum Herrn, meine Zuversicht, meine Zuflucht, meine Burg, mein Gott, auf dem ich traue. Psalm 91, Vers 1 und 2. Wir müssen heute Kraft holen aus der Schwäche anderen. Wir müssen Kraft holen aus der Schwäche anderen. Es ist Zeit zum Sprechen, nicht um still zu sein. Psalm 91. Wer Unrecht tut, der tue weiter Unrecht. Und wer unrein ist, verunreinige sich weiter. Und der Gerechte über weiter Gerechtigkeit und der Heilige heilige sich weiter. Diese Aussage kommt bald. Dann ist die Gnadenzeit vorbei. Und Jesus sagt, wer an meiner Seite ist, bleibt an meiner Seite. Wer nicht ist, für ewig vorbei. Es gibt keine zweite Wahl. Offenbarung 22, Vers 11. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, die sprach, schreibe, selig sind die Toten, die im Herrn sterben von nun an. Ja, spricht der Geist.
auf dass sie ruhen von ihren Mühen, ihre Werke aber folgen ihnen nach. Also von 1844 bis jetzt, die diese Botschaft gebracht haben, viele schlafen. Selig, lass sie schlafen, der Herr wird sie aufwecken. Und ich sah und siehe eine weiße Wolke, und auf der Wolke saß einer, der glich einem Menschensohn. Er hatte auf seinem Haupt eine goldene Krone, er ist König, und in seiner Hand eine scharfe Sickel. Der Herr kommt bald. Und wartet auf die selige Hoffnung und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unser Heilandes, Jesu Christi. Titus 2, Vers 3. Denn gekommen ist der große Tag seines Zorns. Und wer kann bestehen? Offenbarung 16, Vers 17. Wir lesen weiter in Offenbarung 14. Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel hervor und rief mit lauter Stimme dem zu, der auf der Wolke saß, Jesus Christus. Sende deine Sichel und ernte, denn die Stunde des Erntens ist gekommen, denn die Ernte der Erde ist dürr geworden. Und der auf der Wolke saß, warf seinen Sichel auf die Erde und die Erde wurde geerntet. Und ein anderer kam hervor aus dem Tempel, der im Himmel ist, und auch er hatte eine scharfe Sichel. Und ein anderer Engel kam vom Altar her und hatte Macht über das Feuer und rief mit lauter Stimme dem zu, der die scharfe Sichel hatte und sprach, sende deine scharfe Sickel aus und schneide die Trauben des Weinstocks der Erde ab, denn seine Beeren sind reif geworden. Und der Engel warf seine Sickel auf die Erde und schnitt den Weinstock der Erde und warf die Trauben in das große Kelter des Zornes Gottes. Und der Kelter wurde außerhalb der Stadt getreten, nicht innerhalb der Stadt. Und es floss Blut aus der Kelter bis an die Zäume der Pferde, 1600 Stadien weit. An welcher Ernte wollen wir beteiligt sein? Wir haben eine Wahl. Es steht kurz vor uns. Jesus kommt bald. Eine ganz kurze Zeit bleibt übrig. Und ich möchte euch richtig bemutigen. Ich weiß, die Botschaft war hart. Ich weiß, die Botschaft hat Bauchweh verursacht. Sie hat mir Bauchweh verursacht, von wegen denen, die sie zum ersten Mal hören, die nicht Zeit gehabt haben, sie zu verarbeiten. Aber es ist die letzte Botschaft. Es ist der laute Ruf. Denn der laute Ruf soll sagen, welche Sünden in Babylon hineingekommen sind seit 1844 und warum sie ein Haus der Dämonen geworden sind und warum ein Volk sich trennen muss von Babylon. Das ist der laute Ruf. Zusammen dann mit der Gerechtigkeit Jesu Christi, akzeptiere Jesus Christus als Erlöser, als einzigsten Erlöser und Mittler für dich und folge ihm im Gehorsam. Der letzte Ruf. Es kommt nicht noch eine Warnung für diese Welt. Das ist die letzte Botschaft. Möge Gott uns helfen, diese Botschaft zu verbreiten und wach zu werden, dass diese Menschen nicht sterben brauchen, sondern auch leben dürfen. In Jesu Christus. Amen. Thank you.